Hey na, was geht? Willkommen zurück hier. Bei Elex 2. Yes, yes, yo. Ja, wir wollten uns vor. Können wir vergessen. Lassen sie uns nicht. Das ist sehr schade. Das ist, das ist wirklich sehr schade. Ich weiß nicht, wo der Weg hinführt. Das ist wirklich sehr schade. So können wir gar nicht mit dem quatschen. Über die Mauern können wir nicht. Er meinte ja auch, dass uns da die Wachen auf jeden Fall rausschmeißen. Kacke. Ich glaube, am besten wäre es, in unsere Festung zurückzugehen und zu gucken, was wir da machen können. Oder haben wir jetzt noch irgendein... Ich könnte mich unterhalb des Forts mal umhören. Wenn ich dort jemanden finde, der mir einen Auftrag erteilt, der ins Fort führt, sollte ich die Torwache passieren können. Das klingt interessant. Ey, du Arsch! Haben wir mal Fleisch gegessen. Gut, Freunde, dann machen wir das. Hören wir uns um. Und gucken wir vielleicht, ob wir ins Vorkommen. Das ist ja auch so ein typisches Piranha Bite Quest Design, ne? Falls ihr euch vielleicht noch an Gothic erinnert. Da war es ja auch so, dass du quasi in die Stadt sollst, also in Gothic 2, ne? Sollst du in die Stadt Korinnes. Was, Korinnes? Ich glaube, ja. Um die Leute vor den Angriff der Drachen zu warnen. Und die lassen dich gar nicht erst in die Stadt. Und selbst wenn du in der Stadt bist, dann kommst du nicht in die Oberstadt. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Aber hier sind ein Haufen Dudes. Schwarzgebrannter. Oh, das wäre stehlen. Was machen wir natürlich nicht. Was machen wir erst später, wenn wir wissen, dass wir hier jeden aufs Maul hauen können. Du kommst gerade richtig. Gestatten, Caleb, Händler deines Vertrauens. Greif zu, solange Jax. Der Vorrat reicht. Warum handelst du nicht im Vor? Das habe ich den Wachen zu verdanken. Ich komme aus der Kraterstadt und das schmeckt ihnen nicht. Immerhin haben sie mir erlaubt, hier mein Zeug unter die Leute zu bringen. Und, wie laufen die Geschäfte? Leider ist es so, dass mein Kundenstamm begrenzt ist. Hauptsächlich kaufen bei mir die armen Schweine ein, die auf den Feldern schuften. Problem ist nur, dass die kaum einen Splitter in der Tasche haben. Und die Wachen decken ihren Bedarf im Vor ein. Sobald die Kasse halbwegs stimmt, ziehe ich ab. Eine goldene Zukunft sehe ich hier für mich nicht. Was hast du im Angebot? In meinem Sortiment findest du Waren aus aller Welt. Und das Beste an der Sache sind meine Preise. Weißt du auch warum? Du gibst mir einen Rabatt? Willst du mich ruinieren? Ich biete mein Zeug zum handelsüblichen Marktwert an. Kein Nachlass, kein Bonus, kein gar nichts. Ich dachte, deine Preise sind die besten. Das hast du falsch verstanden. Der Vorteil ist, dass sie stabil sind. Ich ziehe niemanden über den Tisch.
Nebenbei bemerkt, würde nur ein vollkommener Trottel in meiner Situation behaupten, er könne dir Sonderkonditionen einräumen. Und jetzt sag selbst, sehe ich aus wie ein Trottel? Naja. Ich sollte aufhören, diese Frage zu stellen. Du bist schon der Dritte, der so antwortet. Egal. Jetzt habe ich mich völlig verrannt. Wenn du dir mein Sortiment ansehen willst, gib Bescheid. Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. Er hat auch ganz guten Scheiß. Guck mal, Bolzen könnten wir hier kaufen. Gewöhnliches Rebellenhemd. Treibstoff verkauft er. Eine Sache noch, bevor du abhaust. Denk an mich, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Ich kann deine Splitter besser gebrauchen als die verwöhnten Typen da oben. Also, mach's gut. Alright. Treibstoff. Warte, kann ich bei dir noch was klauen? Was hast du vor? Nix. Guck nur. Alles gut. Chill mal. Was ist denn du für ein Problem? Olaf. Ey, du! Ey, darf ich dich mal kurz stören? Okay. Sicher. Den Rattenärschen sei Dank. Endlich einer, der zuhört. Ich hocke hier schon seit einer Ewigkeit. In der Nähe ist ein verdammtes Rattennest. Die Biester sind immer hungrig und bedrohen die Arbeit auf unseren Feldern. Und ich darf die Scheiße jetzt ausbaden. Bevor die Pestratten nicht erledigt sind, darf ich nicht nach Hause. Woher kommen die Ratten? Die suhlen sich da hinten in dem Matschloch. Also immer der Nase nach. Warum kümmerst du dich nicht selbst um die Ratten? Pass auf, die Ratten und ich hatten keinen guten Start. Wir haben eine gemeinsame dunkle Vergangenheit. Was? Aber du siehst so aus, als ob dir sowas nichts ausmachen würde. Kannst du dich nicht um die Ratten kümmern? Ich werde dich auch bezahlen. Klar, aber hier ist irgendwie ein Erdbeben gerade. Erzähl mir mehr über deine Vergangenheit mit den Ratten. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Muss es. Ich war nicht immer Berserker, weißt du? Vor vielen Jahren habe ich mich als Outlaw durchgeschlagen. Aber unsere Baracken waren nicht wirklich dicht. Jede Nacht kamen die Viecher, um sich in meinem Schlafsack aufzuwärmen. Einfach ekelhaft. Ich glaube, ich möchte nicht weiter drüber sprechen. Verstehe. Na gut, dann kümmere ich mich um deine Pestratten. Du ahnst nicht, wie sehr du mir damit hilfst. Zeig den Viechern, wo der Hammer hängt. Okay. Wollen wir erstmal das machen? Uns gleich da vorne. Machen wir das. Die Games sind für mich immer super schlimm, weil ich bin einfach, ihr wisst, das ist Sidetracking für mich. Sidetracking vom Sidetracking. Da ist ein Raptor, da wollen wir nicht hin. Alright, baby. Let's rumble. Ah!
Der wollte nochmal angreifen. Ich hab's genau gesehen. Der hat mich so komisch angeguckt. Was mal sowas wie ein Zoo hier? Ich will natürlich versuchen, nur eine anzulocken, wenn es geht. Nicht so funktioniert. Doch, hat funktioniert. Ich dachte, die andere ist gleich mitgekommen. Ich halte mich ganz wacker, muss ich sagen. Na, du hässliches Kackvieh. Ich glaube, wir werden immer ein bisschen besser. Shit. Mit dem Kampfsystem. Bums. Aua! Okay. Wir müssen mal was essen. Was haben wir ein schönes? Das können wir essen. Okay. Freunde, haben wir. Noch eine so eine hässliche Drecksratte. Bestimmt die Mutterratte. Irgendeiner muss ja der Anführer dieser Rattenbande sein. Ratman. Das sieht aus wie so ein... Wie heißen diese... Für so Vögel im Zoo, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Dome war, wo irgendwelche Tiere drin waren. Standardmäßig. Also nicht standardmäßig. Tiere sind nicht standardmäßig in einer... Ich bin nicht gut genug. Scheiße. Ich überlege, ob wir auch Schlösser markieren wollen. Wärste mal weggerannt. Neue Stufe. Okay, jetzt können wir ausprobieren.
Also. Wenn wir jetzt... Ne, wir gucken jetzt auf den Nahkampfschaden. Wenn wir jetzt hier 5 Punkte reinmachen, dann geht es um 1 hoch. Wenn wir jetzt aber... Wir haben gespeichert. Wenn wir jetzt aber einen trinken, dann ist hier plus 6. Tatsache, da müssen wir nur noch 4 reinmachen. Macht das Sinn? Weil wir wollen den Bonus, ne? Das Gute ist, dass wir halt wissen, dass wir die Tränke im Grunde genommen sofort trinken können. Es gibt Attributspunkte. Okay, aber wie gesagt, auch die Attributspunkte, die heben wir uns auf. Denn wir wollen ja jetzt erstmal rausfinden, wo wir diese ganzen Sachen... Das wollen wir haben. Intelligenz. Kupfer, da brauchen wir Intelligenz 50 generell, Alter. Das interessiert mich nicht. Intelligenz. Intelligenz brauchen wir für einen Haufen Scheiß, Alter. Gerissenheit und Intelligenz. Das ist gut zu wissen. Genau. War. Das ist so krass. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Elex 1 erinnern könnt. Zum Schluss hatten wir Missionen erledigt, Missionen erledigt, Missionen erledigt. Und ich wusste teilweise schon gar nicht mehr, bei wem wir das abgeben müssen. Und dann haben wir immer durch Zufall manchmal irgendeine Gesprächsoption gehabt, von wegen: Yo, ich habe erledigt, was du mir aufgetragen hast. Und dann haben wir da Erfahrungspunkte und so für bekommen, für Sachen, wo ich schon gar nicht mehr wusste, was wir überhaupt gemacht haben. Deswegen macht Sinn halt immer, sich zu merken, wo man den Auftrag her hat und den quasi relativ umgehend zu erledigen. Deine Pestratten sind erledigt. Wirklich? Oh, danke. Mein Arsch ist gerettet. Hier, nimm das. Jetzt kann ich mich endlich wieder zu Hause blicken lassen. 100 Splitter. Das ist nicht verkehrt, Alter. So, aber wir hatten ja einen anderen Auftrag. Und zwar wollten wir ja Zutritt ins Fort. Und da können wir mal gucken, ob wir hier... Hey, was machst du da? Ich hab nur ein bisschen was geklaut. Was ist denn du für ein Problem? Weißt du, was du da tust? Ja, ich klau. Was zum Teufel? Was willst du denn? Leute, was habt ihr denn für ein Problem? Das war nichts. Ich würde gerne wissen, ob es da auch so ein
Minigame dann gibt. Das ist Olaf. Okay, der Typ hat nicht mal einen Namen. Das ist wieder alles stehlen. Scheiße. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Vorwurfsvolle Nachricht. Tresor gestohlen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Ihr lasst euch den Tresor mit euren Gehältern aus eurem Lagerhaus klauen. Ihr seid selber schuld, wenn ihr in der nächsten Zeit nicht bezahlt werden könnt. Torhüllt. Alle neuen Sätze haben darauf zu achten, dass die Setzlinge regelmäßig mit Mana versorgt werden. Sofern die vorgesehene Größe noch nicht erreicht ist, werden sie auf keinen Fall von den Feldern genommen. Okay. Seit geraumer Zeit hat sich eine Gruppe Banditen in der Nähe des Forts bereit gemacht und es sind bereits Sachen entwendet worden. Das Problem wird von unseren Wachen alsbald gelöst. Bis es soweit ist, gilt es, die Augen offen zu halten. Vor Alleingängen ist ausdrücklich abzusehen. Sollte das Beutegut dennoch im Umlauf geraten, ist es bei Garda am Tor abzuliefern. Das klingt doch wie was, was wir machen können. Der Duke braucht dich. Wait. Der Duke lebt? Der Duke ist gefallen? Das Fort ist gefallen? Die Outlaws sind gefallen? Die Berserker beherrschen Magallan? Das sind alles Lügen. Kommt in den Krater, schließt euch dem neuen Duke an. Wir werden ihnen zeigen, was wahre Freiheit bedeutet. Ihr habt Informationen, ihr habt Waffen, wir bezahlen euch für alles, was ihr uns bringt. Die Outlaws werden auferstehen. Baxter, Duke von Arteris. Baxter? Oh Mann. Der Name sagt mir was. Auch wenn ich absolut keinen Plan mehr habe, wer das war. Das sind ja die Setzlinge hier. Ich sag dir, bei nächster Gelegenheit schmeiß ich hin. Was ist jetzt? Bist du bereit? Weiß nicht. Meinst du, die paar Büchsen und Wasserschläuche reichen? Natürlich, den Rest kriegen wir unterwegs. Hey Kumpel, du lässt doch sicher eine Kippe springen. Da nimm. Danke, bist ein echter Lebensretter. Heb sie mir für später auf. Ich muss dann aber auch mal wieder. Mach's gut. Was tut's? Ich hab gerade echt keine Zeit für dich. Oh Mann. Bin gerade mit dem Kopf woanders. Okay, 10 Erfahrungen, dass wir jemanden eine Kippe ich gegeben sag dir, haben. Bei nächst- okay, die kennen wir schon. Ich sag dir. Ey! Scheiß Bezahlung, scheiß Arbeit, scheiß Leben. Ich verstehe nichts von der Arbeit hier, aber helfen will dir auch keiner. Wer seid ihr denn? Wache, Wache, Wache. Okay, ich würde fast sagen, das sind 3 Wachen. Keine Zeit. Die Alte schaut sicher rüber. Manchmal wünsche ich mir den Duke zurück. Der Duke ist da übrigens. Die Alte schaut rüber. Interessant. Zumindest haben wir schon mal gehört, dass die Probleme mit Banditen haben. Das heißt, wenn wir uns um die Banditen kümmern könnten,
könnten wir vielleicht schon das Problem angehen. Ist das hier im Bett? Nee. Wasserpflanzen. Torhild, die alte Schnepfe, hat mich heute vom Feld geschmissen. Nur okay. Weil ich einen ihrer ach so kostbaren Kugelpflanzen-Herz-Scheiß-Dinger mit Unkraut verwechselt und rausgerissen habe. Woher soll ich den Unterschied denn bitte kennen? Pflanzen sind Pflanzen. Grün und dumm. Ich mochte sie um einiges lieber, als alles noch Wüste und Steine war. Kein Viehzeug, das sich in Büschen versteckt hat. Und keine verdammten Berserker, die einem herumkommandieren, als wäre man ein Niemand. Ich bin William, verfluchte Scheiße. Und jetzt befiehlt mich hier so eine Berserker-Tante herum. Ja, und jetzt will ich mich bei Scrappy melden. Geh zu Scrappy, verdammt, das Scrappy, der sagt mir doch auch noch was. Definitiv sagt mir Scrappy noch was. Oh oh. Oh. Scrappy war der Typ, der unten bei den Outlaws gehaust hat, da wo die ihren Müll runtergeschmissen haben, ne? Glaube ich zumindest, dass das der Typ war. Okay, hier haben wir alles gesehen. Fehlt nur noch dieses Haus. Die Kamera so interessant. Je nachdem, wo du die Kamera hinbewegst, bewegt sich der Charakter irgendwie gefühlt auf die andere Seite. Drei Haken und zwei Schaufeln. Wie bitte? Und ein Eimer und zwei Rechen letzte Woche. Das erfahre ich erst jetzt? Wie wollt ihr das Feld bestellen, wenn euch das Werkzeug fehlt? Erklär mir das. Heißt das, wir haben Pause? Ihr geht mir nicht eher vom Feld, bis ich es sage. Und wenn ihr die Erde mit den Händen umgraben müsst. Zurück an die Arbeit. Ich kann jetzt nicht. Muss arbeiten. Okay. Wie oft muss ich den Wachen noch sagen, dass Fremde auf den Feldern nichts verloren haben? Die Setzlinge sind empfindlich. Sag jetzt nicht, du wurdest eingeteilt, um zu arbeiten. Ich sehe keine Ausrüstung. Also, ich höre. Ich sehe mich nur um. Hier wird gearbeitet und kein Schaulaufen veranstaltet. Damit das klar ist, Herumtreiber haben hier nichts verloren. Und ich kann keinen weiteren Trampel zwischen den Setzlingen gebrauchen. Sie sind die Grundlage unserer aller Zukunft. Wenn du also nicht hier bist, um zu arbeiten, kannst du gleich wieder gehen.
Es war ja so, dass die Setzlinge werden ja angereichert mit Mana und wachsen dann quasi zu einem Weltenherz ran, ne? Und dann bringen die das ja an Orte, die völlig verwüstet sind, damit da wieder Leben entsteht. Du hältst wohl nicht viel von deinen Setzern. Die meisten sind ehemalige Outlaws. Keinerlei Arbeitsmoral. Sie stinken und sind faul. Ich würde lieber ein paar Kindern ihre Arbeit überlassen, als meine Zeit in ihrer Ausbildung zu verschwenden. Aber so lautet nun mal mein Auftrag. Und ich werde ihnen schon noch die nötige Disziplin einbläuen. Übertreibst du nicht ein bisschen? Naja, sie können eine Waffe halten. Das ist von Vorteil, wenn Gefahr droht. Aber ob ich mich auf sie verlassen kann, wir werden sehen. Wie kann ich dir helfen? Da hier ständig etwas zu Bruch geht, muss Ersatz her. Goliath schickt von Zeit zu Zeit passende Gerätschaften. Geh also ins Fort, Lasse soll sie dir aushändigen. Er ist der Schmied und lagert das Zeug für gewöhnlich ein. Okay. Das ist alles? Naja, vielleicht musst du ein paar Mal hin und her laufen. Aber das bekommst du schon hin. Ich darf also annehmen, dass du dich darum kümmerst? Warum werden die Geräte in die Schmiede gebracht, wenn sie auf den Feldern gebraucht werden? Weil wir hier unten keine Mauern haben. Darum. Wir wollen es etwaigen Langfingern ja nicht zu leicht machen. Banditen. Was wir hier unten an Geräten haben, ist kaum einen Splitter wert. Hast du sonst noch Fragen oder bewegst du dich langsam mal? Was springt für mich dabei heraus? Wenn du deine Sache gut machst, eine Handvoll Splitter. Also, bist du bereit loszulegen? Ich besorge dir die Werkzeuge. Halt dich aber nicht zu lange beim Schmied auf. Er trinkt gern mal einen. Und wenn du sie hast, sei vorsichtig mit den Haken. Lässt du sie fallen, kann es leicht sein, dass... Ich mach das schon. Wenn die Wache am Tor Probleme macht, sag ihr, du handelst in meinem Auftrag. Nice. Sie wird dich dann durchlassen. So, ich muss mich jetzt wieder um das Feld kümmern. Ansonsten wird das hier bald ein großer Komposthaufen sein. Nice, Freunde. Und so kommen wir... Arschkriecher! Ja, du! Ich will mit dir sprechen! So kommen wir in die Stadt. Freunde, was er von uns will und vieles mehr, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Elex 2. Da lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich wünsche dir einen geilen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.